Gute Nachrichten zuerst. Ich habe mein Messer wieder gefunden. Glücksgriff für die nächsten 6, die sich jetzt freuen werden. Und das ist die Converter Elite. Markus, Shimmy, Dabbe, Bene, Paschi und Denno, Deno. Jawohl, endlich ist es soweit, ihr 6. Und ich bin richtig geehrt, dieses Video machen zu dürfen, denn ich wurde von Markus bei Instagram angeschrieben und ich lese euch meinen ersten Satz vor, das hat mir die Welt bedeutet. Moin Patrick, hab eine Frage. Wir sind auf der Arbeit, 5 bis 6 begeisterte Magic- und Magic-Spieler. Wer ist der 6., der hier nicht immer dabei ist? Und in der Pause laufen deine Openings rauf und runter, hoffentlich nur in der Pause. Nun wollten wir mal fragen, ob es möglich ist, dass du uns mal ein Display für uns 6 öffnest. Passt dir sowas, bla bla, liebe Grüße aus Duisburg. Und jetzt ist es soweit. Und wir machen es wie folgt. Die letzten, wir machen wieder Preise, ne, ab 1 Euro. Ich tracke das jeweils. Und die beiden Letztplatzierten, das ist eine nette Gruppe, die beiden Letztplatzierten kriegen jeweils einen Boxtopper. Als Trostpreis quasi, sprich Letzter und Vorletzter. Und die Boxtopper können hier 150, 200 Euro wert sein. Das heißt, der Letzte kann hier ganz schnell zum Ersten werden. Und wer nicht weiß, was in Double Masters drin ist, ich sag mal Stoneforge Mystic, Cyclonic Rift, Thoughtseize, Toxic Deluge, Walking Ballista, Engineered Explosives sind nur die Rares. Mana Crypt, Force of Will, Moxopal, Chromox, Doubling Season, Atraxa, Blightsteel Colossus, Stay, Sword, Sword. Los geht's. Booster. Ich muss hier die Schilder gleich behalten, denn wir müssen ja tracken, wem was gehört. 24 Booster, noch dieses schöne alte Artwork. Hier müssten 2 Boxtopper drin sein. nicht alte Artwork, sondern diese alte Verpackung von den Master Booster. Mittlerweile sind sie ja da auch ein bisschen kompakter geworden. Und dann machen wir erstmal einen Viererstapel. Erstmal versuchen wir hier mal jedes Artwork zu isolieren. Das ist übrigens der Dark Confident, der ist da auch drin. Es gibt demnach 3 Artworks, wie ihr sehen könnt. Soll ja auch jeder ein Artwork auf jeden Fall kriegen. So. Boxtopper ist hier. Und schon sind wir fertig mit der Vorbereitung. So, ich werde immer eins nach dem anderen aufmachen. Und damit es für alle Jungs spannend bis zum Ende bleibt. Das erste ist für Dabbe. Und keine Consecrated Sphinx, sondern eine Cloud Reader Sphinx. Hier, das sind die schönen Rares. Also das war auch ein richtig, richtig geiles Master Set. Es war ja eigentlich das Set, was nie kommen sollte, weil nach Ultimate Masters sollte es keine Master Set mehr geben. Jetzt kam Double Masters 2, jetzt kommt Commander Masters, es gab 2 Commander Legends in der Zwischenzeit. Ja. Und wir fangen an mit einer Mythic Rare Land Tax für Double an dieser Stelle. Master Transmuter ist die Rare, Everflowing Chalice und Tumble Magnet. Ich glaube, Land Tax ist hier auf jeden Fall das, was man hervorheben kann. Weiter geht's mit Deno. Geil, ey. Also auf dieses Format freue ich mich gerade, dass hier 6 Freunde gegeneinander und doch miteinander spielen. Expedition Map, Brainstorm, cool, ey. Ulvenwald Mysteries und Pure Steel Paladin. Nicht der Oberkracher, aber Sculpting Steel auch noch nicht. Aber nein, aber Lightning Greaves sind voll. Solider Start für Deno. So. Es geht weiter für Paschi.
Jeder kriegt 4 Booster und einen Weapon Trainer und Firelight Thicket, das erste Filterland. Firelight Thicket. Voice of Resurgence, die Karte, die das Potenzial hätte. War das Dragons of Tark hier? Nee, woher kommt die Karte denn nochmal? Helft mir mal. Ich weiß gerade nicht, aber auf jeden Fall eine gute Karte. Darksteel Axe, Ancestral Blade und Treasure Token für Pashi. Und ich muss noch mal kurz überlegen. Eigentlich ist es schöner, wenn man das so macht, ne? Dann könnt ihr auch immer sehen, für wen was ist. So. Zack. Und die guten kommen hier nach oben. Ah, bei Deno ist es bisher nur das, würde ich sagen. So, jetzt geht's doch schon viel besser. Und hier ist der Preis für die Verlierer. Also eigentlich geht's darum zu verlieren. Weil Verlierer sein ist in diesem Fall richtig geil. Bene, was kannst du hier mit deinem ersten Viertel liefern? Pongify. Path to Exile, gute Karte. Fulminator Mage. Falkenrath Aristocrat, Costly Plunder und Relic Runner. Bin mir nicht sicher, ob die beiden vielleicht doch was können. Falkenrath Aristocrat sagt mir gerade nichts. Zumindest nicht monetär. Nee, das wird wohl eher nichts sein. Jetzt kommt Markus, der Initiator dieser Sache oder zumindest das Sprachrohr der Gruppe. Dir gönne ich richtig viel, Markus. Serra Sphinx, Sunken Runes, erstes Filterland für dich. Hoffe, du spielst die mir. Mythic Rare, Geth, Lord of the Vault, Legendary Creature Zombie, Accomplished Automaton, Defiant Salvager und Demon Token. Und dann gehen wir weiter zu Shimmy. Jimmy, bist du der Sechste, der eigentlich nur ab und an dabei ist? Invigorate und Fatal Push. Ja, ausgerechnet Jimmy, der ab und an dabei ist. Ich will jetzt Jimmy nicht zu nahe treten, aber wenn du es nicht bist, dann schreib es in die Kommentare. Doubling Season, herzlichen Glückwunsch. 5 beste Karte in dem Set oder so? Doom Necromancer, Everflowing Chalice, Culling Days. Jo, also mit Doubling Season haben wir schon den ersten kranken Hit. Und ich bin mir relativ sicher, dass Pius die Paladin auch eher ein Hit ist. So, jeder hatte eins. Eure Tipps in die Kommentare. Wer ist am Ende Gewinner, wer ist der Verlierer? Weiter geht's mit dem Dark Confident. Und ich muss den Jungs noch schreiben, dass sie es nicht aus Versehen abends gucken, sondern schön bei der Arbeit. In der Pause bei der Arbeit, selbstverständlich. Weiter geht's wieder mit Double. Mishras Baubel. Nicer Hit. Vexing Shusha ist eigentlich eine geile Sideboard-Karte. Vexing Shusha, wie auch immer. Bloodspore Trinax, ein Lizard, ist nix. Fencing Ace und Joyra's Familiar und ein Servo. So, Deno, kannst du auf dein Lightning Greaves in Foil noch was rauflegen? Hier sind ja garantiert auch Foil Rares und, na, Mythic Rares nicht garantiert, aber Foil Rares werden wir noch ziehen. Boah, stell dir vor, ein Stoneforge Mystic in Foil, ey. So, Flooded Grove, schon mal gut. Grand Architect, nicht so gut. Alabaster Mage, Woodland Champion, Eldrazi Spawn Token. Pashi, er ist irgendwie geil als Freundesgruppe. Ja, ich weiß, habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, aber ich sag's noch 2-mal. Lightning Greaves für Pashi, auch, ich hoffe, ihr spielt ein bisschen Commander gegeneinander. Dann haben die beiden schon mal hier Lightning Greaves. Disciple of Bolas, Magus of the Will und Enlarge. Oh nein! Boah, Jungs, Alter, was macht ihr hier? Doubling Season, Khan Liberated in Feuer, ey. Boah, was kostet der? Okay, natürlich ist ja. Ist der gar nicht so gut, oder was?
Was denn kam? Ich werde es auch nicht zu lange suchen, aber von Khan Liberated in Foil, Alter. Da ist er. Okay, Khan Liberated in Foil, 25 Euro, okay. Landtex 28, Doubling Season bisher 65. Ihr wusstet das schon, ich wusste es noch nicht, aber die Doubling Season, ey. Na, nichtsdestotrotz. Also drei von sechs Leuten haben schon, ich würde sagen, die Chance, letzte zu werden, verpasst. Chromatic Star. Aber noch kann Bene letzter werden. Und Markus auch, würde ich sagen. Dark Steel Citadel. Open the Vaults. Rolling Earthquake. Und das war's. Ja, aber der Khan Liberated, Alter, voll. Mythic Rare in dem Slot. Ist eine Frechheit. Ist eine kleine Frechheit. Abrade. Lightning Greaves zum dritten Mal. Auch Markus, für dich ein Lightning Greaves. Lightning Greaves für dich und für dich und für dich. Masterwork of Ingenuity. The Scarab God. Nicht zu schlecht. Cast Down. Ravenous Intruder. Und zweite Runde. Ich blende mal nach jeder Runde den aktuellen Stand ein. Oubliette. Ups. Weggeatmet hier, Paschis Zettel. Oubliette für Chimie. Sphinx of the Guild Pact. Masterwork of Ingenuity. Arcum Daxon, Mythic Rare. Ja, ich pack's mal hoch, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so Oberkracher. Nicht im Vergleich zur Doubling Season. Und Tuk Tuk Token. Das war jetzt Runde 2. Hier ist Double. Und ich glaube nicht, dass es besser werden kann. Es kann doch nur schlechter werden, oder? Es wird übrigens ein One-Take, also wenn ich gleich den Box-Zapper aufmache, weiß ich noch nicht, für wen er ist, deswegen werde ich es euch dann reinschreiben. So, Double, was machen wir mit deinem dritten Booster? Call of Calling, absolut solide Karte. Lux Cannon, nicht so geil. Und keine guten Foils. Für Deno. Deno könnte aktuell noch weiter hinten sein. Gibt es hier irgendwelche Commons, Uncommons? Ja, nicht schlecht. Dread Return, aber jetzt auch keine richtigen Euros wert. Wound Reflection. Skirstag High Priest, nope. Weapon Search und Kazul Troll Collector. Also hier Deno. Wenn da der im vierten Booster nicht der Force of Will drin ist, hast du gute Chancen auf einen der beiden Boxtopper. Paschi. Is it Charm? Is it or isn't it Charm? Sunforger. Na, okay. Baleful Strix. Ich lege ihn mal hin, auch wenn das nicht so teuer ist, aber ist eine schöne Karte. Und Sharum the Heechmon. Du kriegst beide Foils hier, oder was? Foil Rares, / Mythic Rares. Was mit Bene? Bene hat bisher Fulminator Mage und Path to Exile. Bene, ey. Ja, bei der Halbzeit bist du safe letzter, würde ich sagen. So. Für Bene geht's ab mit Stormhewer Giant. Es ist fast so, als wollte dieses Display, dass du einen Boxtopper kriegst, Bene. Und Council's Judgment. Brainstorm in Foil, Vampire Hexmage, beides solide Foils auf jeden Fall. Legacy Play, würde ich sagen. Markus, du hast den Scarab God als letztes gezogen. Was geht hier ab? Crop Rotation ist gut. Noch ein Path to Exile. Also nee, ihr seht schon, gute Commons an Commons. Kartus Tyrant of Jund, Legendary Creature Dragon, Jund Commander. Der Duplikant aus Original Mirrodin. Rapacious Dragon und Darksteel Citadelle in Foilo. Und wir beenden Runde 1, 2, 3. Ah ja, wir beenden Runde 3. Nun, für Chimie mit seiner Doubling Season ist auch eine Frechheit eigentlich. Adaptive Automaton, Sword of Body and Mind, noch eine Mythic Rare hinterher und immerhin nichts. Aber du hast schon drei Mythic Rares aus drei Boostern. Das ist eine Frechheit. So,
Das ist Stand nach Runden 3 von 4. Und ich würde sagen, ich gehe einfach von links nach rechts durch. Und es geht weiter mit Double. Deine letzten beiden Rares sind Esser Aethersorn Canonist und Grim Lavamancer. Foils, Steel Sabotage und ein Brainstorm in Foil. Ich würde schätzen, na, wegen Landtags und du kriegst keinen Boxtopper. Mein Guess. Deno, was ist mit dir? Du hast noch nicht so viel auf deinem guten Stapel, würde ich sagen. Klar, Commons, Uncommons und kleinere Rares sind hier auch was wert. Aber was ist bei dir los? Trinisphäre, okay. Rhys the Redeemed, Parasitic Strix und Oval Chase Daredevil. Mein Guess, du hast gute Chancen, einen Boxhopper zu kriegen. Pashi. Pashi ist, glaube ich, gerade mein Favorit auf dem Boxtopper. Oder was, Bene? Ich muss gleich mal gucken. So. Pashi, was geht bei dir ab? Isochron Scepter, Merciless Eviction, Ancient Stirrings, Naginata und ach, du hast ja den Khan Liberated in voll. Ich würde sagen, du bist auch raus. Du bist raus. Voice of Resurgence, Khan Liberated in voll. Aber hier... Bene. Deno und Bene würde ich schätzen. Oh, Cranial Plating. Schöner Ankommen. Well of Ideas. Austier Command. Flayer Husk. Iron Bully. Bully. Und du hast nur ein Path to Exile und eventuell einen Fulminator Mage. Da bin ich mir nicht sicher, was der wert ist. Bene, herzlichen Glückwunsch, du kriegst safe einen Boxtopper. Also da würde ich mich jetzt ganz irren. Wenn du, Bene, wenn du keinen Boxtopper bekommst, kriegst du von mir einen Dominaria Remaster Draft Booster on top. So, Markus. Wie gesagt, das Sprachrohr der Gruppe. Was kriegt Markus? Salvage Titan, Rolling Earthquake und Nixos. Hat Markus eine Chance? Scarab God, ich weiß nicht, was der so wert ist. Ist der auf der ersten Seite? Scarab God, 15 Euro, 16, 17 Euro Karte. Bin ich mir nicht sicher, ob du oder Deno. Shimmy ist auf jeden Fall raus. Shimmy mit seinem Doubling Season darf sich aber auch hier glücklich schätzen. Das hier ist einfach nur eine Zugabe für dich, mein Lieber. Was ist deine Zugabe? Noch eine Mythic Rare im vierten Booster. Pursley Paladin. Baleful Strix. Skinwing und Cripswap. Okay. Also, meine Vermutung. Deno und Bene kriegen einen Boxtopper. Wie ich sagte, wenn Bene keinen bekommt, kriegt er von mir noch einen Dominaria Remastered Draft Booster on top. Dann schauen wir mal rein, was der Boxtopper ist. Also, ne, ihr seht jetzt hier gerade die Werte. Uno, dos, tres, cuatro. Chinko, Sase, was auch immer. Ihr wisst, für den, wen der Boxtopper ist. Der erste Boxtopper hier ist für den letzten. Und der zweite ist für den zweitletzten. Also die erste Karte, die wir sehen, falls ich das irgendwie aus Versehen falsch rum aufmache oder so, ist für den letzten. Alter, Patrick, mach's halt umständlich, ey. Mach es halt umständlich, Mann. So rum. Upp. So, das ist für den letzten. Phyrexian Metamorph. Eher auch ein bisschen Schrott. Aber vielleicht hat der Vorletzte ja dafür umso mehr Glück. Noble Hierarch. Ich glaube, Bene und Deno. Noble Hierarch und Phyrexian Metamorph. Falls das nicht stimmt, dann ihr seht es ja eingeblendet.
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier nochmal Double Masters Display aufzumachen. Ich glaube, es kostete so um die 460 Euro oder so. Lasst mich lügen. Hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und immer wieder gerne. Also, ne Jungs, schöne Mittagspause noch. Esst noch ein Mettbrötchen für mich mit und wir sehen, hören und bald uns und so weiter. Ciao, ciao.